Hallo und herzlich willkommen beim ZIP2-Podcast. Ich bin Martin Thür. Der Rechnungshof übt heftige Kritik an der Sozialversicherungsreform der türkis-blauen Regierung. Diese sollte in 4 Jahren 1 Milliarde Euro an Einsparungen bringen. Doch davon ist nichts zu sehen. Stattdessen zeigt ein Rohbericht des Rechnungshofes Mehrausgaben von mehr als 200 Millionen Euro. Dazu ist der Generaldirektor der österreichischen Gesundheitskasse, Bernhard Wurzer, heute mein Gast. Herr Generaldirektor, statt 1 Milliarde Euro an Einsparungen der berühmt-berüchtigten Patientenmilliarde gibt es also einen Mehraufwand von 215 Millionen, fehlen also insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Haben Sie die Öffentlichkeit jahrelang am Schmie gehalten? Ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist eine politische Ansage einer Patientenmilliarde. Die findet sich im gesamten Gesetz nicht. Ich möchte auch dazu sagen, dass wenn man, wie die österreichische Gesundheitskasse, 600 Millionen Euro Verwaltungskosten im Jahr hat, es sehr schwierig ist, 1 Milliarde einzusparen. Das schafft nicht einmal Aber das haben Sie so nie gesagt. Und die Milliarde findet sich in den Erläuterungen zum Gesetz. Und Sie selbst haben im Juli 2019 gesagt, es gebe jährliche Einsparungen von 300 Millionen Euro und mittelfristig die Reduktion von 1.500 Dienstposten. Stattdessen gibt es jetzt mehr Kosten und mehr Posten. September 2019 von Ihnen. Ich bin überzeugt davon, dass die Politik die Milliarde am Ende des Tages wird darstellen können. Sie mussten doch schon damals wissen, dass sich das nicht ausgeht. Haben Sie die Öffentlichkeit getäuscht? Noch einmal, die eine Frage ist eine politische Aussage der Einsparung in der Verwaltung und das andere ist die Frage, wie kann man mit einer österreichischen Gesundheitskasse Effizienz für die Versicherten gestalten? Da muss ich Ihnen eines sagen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Fusion richtig ist für die Versicherten und wenn Sie den Rechnungshofsbericht genau lesen, werden Sie auch sehen, dass er anerkennt, dass wir Leistungsharmonisierungen durchgeführt haben. Wir haben bundesweite Verträge in der Logotherapie, in der Ergotherapie, in der Physiotherapie. Wir haben Verträge gemacht in Bundesländern, wo sich die Kassen gar nicht hätten leisten können. Wir haben 85% der Leistungssicherungsrücklage bedeckt. Also wir haben sehr viel getan. Aber ja, natürlich, eine Fusion verursacht am Anfang in der Umstellung Kosten. Wir investieren in Digitalisierung. Man muss auch dazu sagen, eine Pandemie war nicht eingeplant. Das ist etwas, was dazugekommen ist. Und wir haben in dieser Zeit versucht, das Beste für unsere Versicherten zu machen. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir werden noch einige Jahre brauchen. Aber diese Fusion ist für die Versicherten sehr, sehr gut und wird am Ende des Tages auch ein Erfolg sein. Und ich darf Ihnen sagen, zu Beginn der Fusion bis heute haben wir 2 Milliarden Euro mehr an Leistungen für die Versicherten ausgegeben. Das ist ausschließlich den Versicherten zugute gekommen. Wegen Corona hat sich die Bilanz der ÖGK jedenfalls nicht verschlechtert. Das hat auch der Rechnungshof festgestellt. Aber mich würde interessieren, die Einsparungen waren ja ein ganz, ganz großes Argument für diese Fusion. Sie waren ein ganz zentrales Argument, warum man aus diesen vielen Sozialversicherungsträgern weniger machen muss. Und jetzt liegt da ein Rechnungshof-Rohbericht, der weit und breit keine Einsparungen findet. Sie haben die Zahl der Führungsfunktionen nicht verändert. Sie haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als noch 2018 und mieten Ihre neue Zentrale um mehr als 1 Million Euro. Wo haben Sie sich denn bemüht, Geld einzusparen? Also zu allen drei Dingen kann ich etwas sagen. Das erste ist, ja, wir haben Mitarbeiter übernommen, der Betriebskrankenkassen. Das Gesetz hat vorgesehen, dass es keine fusionsbedingten Kündigungen gibt. Daher muss man das langsam über den Abbau der nächsten Jahre umsetzen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben, was den Umzug betrifft, bei den Mehrkosten, ja, wir sind nicht in den Dachverband gegangen. Warum? Weil wir seit 1. Jänner im Gebäude der ehemaligen Wiener Gebietskrankenkasse sind. Das heißt, wir haben ein Gebäude zusammengeführt mit zwei, mit der Zentrale und der Landesstelle Wien. Das heißt, wir ersparen uns jetzt viel Geld. Aber das ist natürlich in den ersten 2 Jahren nicht der Fall gewesen, weil die Übersiedlung 2 Jahre noch gedauert hat, bis die Organisation so weit steht, dass wir auf den Wienerberg übersiedeln können. Das heißt, man muss feststellen, dass eine Fusion dieser Größe mit 13.000 Mitarbeitern, mit 16,5 Milliarden Euro Umsatz etwas ist, wo man nicht in einem Jahr sagen kann, dass die Erfolge da sind. Das kann man vielleicht der Politik vorwerfen, dass sie zu schnell Erfolge haben wollte. Aber die Milliarde war ein Schmäh. Die Milliarde ist eine andere, das müssen Sie die Politik fragen. Die Milliarde das haben Sie auch nicht gesagt. Also wird es jemals eine Milliarde Einsparungen im österreichischen Gesundheitssystem geben oder nicht? Herr Thür, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Wir haben 16,5 Milliarden für die Versicherten, wir haben 3% Verwaltungskosten. Der Rechnungshof berichtet auch und anerkennt auch, dass wir in den nächsten Jahren einen Einsparungspfad mit 200 Dienstposten in der Verwaltung vorgesehen haben. Das anerkennt er. Allerdings muss man dazu sagen, dass eben eine solche Fusion eine gewisse Vorlaufzeit hat und am Anfang investiert werden muss. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube noch einmal, man muss auseinanderhalten politische Ankündigungen. Ich bin Gott sei Dank kein Politiker, muss das nicht vertreten. Und die andere Frage ist, ob man tatsächlich eine Fusion in einem Land wie Österreich, wo es 9 Gebietskrankenkassen und 21 Sozialversicherungsträger gegeben hat, nicht für sinnvoll erachtet, hier eine österreichische Gesundheitskasse für alle unselbstständige Erwerbstätigen zu machen.
Aber der Rechnungshof hat sehr genau geschaut und hat Einsparungspotenziale gesucht. Ein Gutachten des Sozialministeriums hat etwa die größten Synergieeffekte bei der IT der Sozialversicherungsträger gesehen. Aber auch hier 21% mehr Kosten. Es gab nicht mal einen Plan, alle IT-Systeme zu vereinheitlichen. Und all das viele Jahre nach der Reform. Wie kann denn das sein? Also wenn Sie den Rechnungshofbericht genau lesen, werden Sie feststellen, dass er sehr wohl Einsparungspotenziale auch anerkennt, die wir schon umgesetzt haben. Beispielsweise im SAP. Im SAP haben wir einen zweistelligen Millionenbetrag geringer, weil wir ihn nur einmal umsetzen müssen bei der Umstellung auf SAP und nicht neunmal in den neuen Gebietskrankenkassen. Wir haben auch jetzt gerade ausgeschrieben, wir digitalisieren unsere Posteingangspost. Wir reden hier nicht von 20, 30 Briefen am Tag, sondern wir reden von 50 Millionen Posteingangsstücken, die pro Jahr kommen. Die werden jetzt digitalisiert, die werden dann in Prozesse eingeführt. Das wird auch nachhaltig in der Verwaltung etwas bringen. Aber noch einmal, wir hatten 3 Monate Zeit, dann haben wir Corona gehabt. Wir haben jetzt 2 Jahre intensiv gearbeitet und ich finde, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich nicht verdient, dass sie jetzt 2 Jahre intensiv gearbeitet haben, dass die Prozesse verbessert werden, dass wir für die Versicherten mehr zur Verfügung haben, dass wir Leistungsharmonisierung umgesetzt haben, was der Rechnungshofbericht auch anerkennt, dass man jetzt sagt, das ist alles nicht gut, sondern man muss einfach der Organisation die Zeit geben. Das ist die größte Fusion, die in Österreich jemals stattgefunden hat und ich denke, hier sollte man uns auch Zeit geben, das in geraumer Zeit zu beurteilen. Aber es geht ja darum, die Versprechungen, die davor gemacht wurden, jetzt mit der Realität zu überprüfen. Ich hätte ein anderes Beispiel. Vor der Fusion hatten jene Gebietskrankenkassen, die besonders gut gewirtschaftet haben, etwa in Salzburg oder in Oberösterreich, große Sorgen, weil die große Rücklagen hatten und befürchtet haben, dass diese Rücklagen für jene Gebietskrankenkassen, die weniger gut gewirtschaftet haben, aufgebraucht werden. Die Politik hat beschwichtigt, hat gesagt, das wird nicht passieren. Genau das ist passiert. Die Rücklagen sind dahingeschmolzen. Wie kann das sein, dass die Salzburger und Oberösterreicher jetzt auf das Geld, das die erwirtschaftet haben, verzichten müssen? Also Herr Thür, das ist sehr spannend, wenn Sie das sagen, die Rücklagen sind dahingeschmolzen. Denn ich bin in diesem Studio gesessen zu Beginn meiner Amtszeit. Da hat man mir vorgeworfen, dass über 1,5 Milliarden Euro an Rücklagen in 2 Jahren weg sein werden. Wir haben immer noch 1,4 Milliarden Euro Rücklagen. Die Leistungssicherungsrücklage ist zu fast 90% bedeckt. Also das alleine zeigt, dass wir gut gewirtschaftet haben. Sie müsste zu 100% bedeckt sein, laut Gesetz. Ja, sie steigt aber eben im Prozentsatz genau wie die Leistungsausgaben steigern. Und weil wir in den letzten Jahren über 15% an Ausgabensteigerungen bei den Leistungen hatten, verhält sich auch das Verhältnis der Leistungsrücklage dementsprechend. Insofern sind es nicht mehr 100%. Es waren aber in Zeit der Gebietskrankenkassen niemals 100%. Die Wiener Gebietskrankenkasse war mit 400 Millionen Euro überschuldet. Bevor wir jetzt zu tief ins Sozialversicherungsrecht einsteigen, Sie haben zu Ihrem Amtsantritt gesagt, Sie wollen an Ihren Taten gemessen werden. Sie sind jetzt genau 3 Jahre im Amt, haben noch 2 vor sich. Werden sich all diese Probleme, die der Rechnungshof da aufgezeigt hat, bis zum Ende Ihrer Amtszeit 2024 ausgehen zu lösen? Schauen Sie, der Rechnungshof ist ein guter Partner auch in der Verwaltung und wir sehen ja die Anregungen, die der Rechnungshof getätigt hat, ja durchaus auch positiv. Wir sehen auch, dass er anerkennt beispielsweise, dass es bei der Leistungsharmonisierung beim bundesweiten Gesamtvertrag deswegen Probleme gibt, weil wir den mit 10 Institutionen verhandeln müssen. 9 Landesärztekammern, 1 Bundesärztekammer, das macht es natürlich etwas schwieriger. Aber natürlich werden wir jede Anregung ernst nehmen. Wir werden auch mit dem Rechnungshof in Kontakt treten. Wir werden eine Stellungnahme dazu abgeben und wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen. Und eines kann ich Ihnen sagen, selbstverständlich sind auch wir nicht unfehlbar. Es sind sicherlich auch in den 2 Jahren Fehler passiert. Das kann man durchaus auch anerkennen. Dafür gibt es eben dann einen Rechnungshof. Aber werden Sie ändern bis Mitte 2024, wenn der Vertrag jetzt hat? Ich bin bis 2024 bestellt und so lange werde ich alles tun, dass wir für unsere Versicherten optimale Leistungen sicherstellen können und vor allem auch für die Zukunft, ich habe selber 2 Kinder, sicherstellen können, dass es weiterhin eine Gesundheitskasse gibt. Herr Generaldirektor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.